Hallo Leute, Tag 7 von 7 Days of Darts, der letzte Tag, an dem es heute ein cooles Video auf YouTube für euch gibt. Vielen Dank für den Support in den letzten Tagen und wir haben uns dazu entschlossen, weiterzumachen mit euch. Hallo Florian. Hey, hi. Alles gut? Gestern habt ihr schon ein cooles Video gesehen, wie man richtig schreibt und Florian hat angeboten, euch mit zu supporten, euch zu zeigen, was gibt es noch für coole Spiele, die ihr in der Corona-Zeit testen könnt, egal ob ihr jetzt alleine zu Hause spielt oder mit Freunden, egal ob in Webcam oder auch in der Zukunft. Wir zeigen euch jeden Tag, Punkt 19 Uhr, 7 Tage lang auf Instagram, gegeneinander, miteinander, richtig coole Trainingsspiele, die eure Skills verbessern, die eure Scores verbessern und die, glaube ich, eine Menge Spaß machen werden. Definitiv. Ich freue mich drauf. Schaltet ein, Instagram, Florian Hempel Darts und Bertha Rosser, Junge. Was machst du denn da? Ja, muss ja spontan sein. Ja, sag ich ja. Ja. Bertha Rosser, Junge. Ja, Bertha Rosser, Junge. Das ist die Klage. Wie euer Dart-Training aussieht, das entscheidet natürlich ihr selber. Darttraining kann ganz unterschiedlich ausfallen, entweder mit festem Trainingsplan und Struktur oder just for fun geht ihr ans Board, haut die Dinger rein und werdet auch so merken, ihr werdet besser werden. Für mich persönlich ist es ist eine gewisse Struktur ganz wichtig. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich achte auf Zeiten, ich achte auf Trainingsspiele, ich achte auf Schwächen erkennen und auch wieder ein kleines bisschen daran zu arbeiten. Für den Anfang, egal ob jetzt Anfänger oder schon Jahre mit dabei, kann ich euch nur den Tipp geben, bringt eine Routine mit rein, dass ihr diese Routine täglich oder in den Tagen, wo ihr trainiert, abspulen könnt und mit dieser Routine eine gewisse Sicherheit bekommt. Nicht nur Sicherheit für euer Training, sondern auch Sicherheit auf Turnieren. Das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Der eine, der spielt 501 runter und wird dadurch besser und besser und besser und besser. Ich nicht. Ich gucke mir natürlich auch zwischenzeitlich meinen Stand an, also den Stand von meinem 501-Spiel. Das aber meistens halt in Turnieren. Und dort merke ich dann auch, wie spiele ich, wie treffe ich, wo muss ich tatsächlich noch was tun. Egal, ob das jetzt Doppel sind, Hassdoppel, Lieblingsdoppel, Bullseye, 20, Triple 20, gerade werfen und, Wechsel von oben nach unten. Die Trainingsmöglichkeiten sind so vielfältig, es ist einfach Darts. Ne? Um eine gewisse Struktur reinzubringen, gehe ich meistens am Oki und werfe nicht einfach nur drauf los, sondern ich nehme mir die Hauptpunkte an, Triple 20 oder 20 generell, 19, Triple 19 und 18, Triple 18, um so ein gewisses Feeling für ein Dart zu kriegen, meine Tagesform so ein bisschen zu sehen. Und dann suche ich mir verschiedene Wege aus, woran will ich quasi weitermachen. Will ich daran weitermachen, wie aktuell zum Beispiel der Fall, wenn ich auf Doppel 16 gehe, sprich 32 Rest habe, die 8 treffe, auf 24 komme, die Doppel 12 zu treffen. Das ist aktuell so ein Weg, der mir ein bisschen Leiden bereitet. Wo ich halt sage, ich gehe auf Doppel 16, ich treffe die 8, habe 24 Rest und treffe dann irgendwo entweder Doppel 9 oder in die 9 rein. Und das ist aktuell so ein Ding, wo ich zum Beispiel dran arbeite, was ich für mich erkannt habe und weiß, okay, du gehst verstärkt auf das Training Doppel 12. Das kann natürlich mit Around the Clock gemacht werden, das kann mit anderen Trainingsspielen gemacht werden, dass ihr doppelt trainiert, dass ihr Bulls trainiert, dass ihr die Singlefelder trainiert. Das ist so vielfältig, das kann ich euch gar nicht alles erklären. Das Wichtige, was ich euch heute wirklich zeigen will oder das, was mir persönlich wichtig ist, rüberzubringen, ist, bringt eine vielleicht mehr oder weniger klare Struktur rein, dass ihr sagt, ich spiele mich warm mit entweder den Feldern, die ich häufig treffen möchte oder die, die mir nicht so liegen. Geht dann vielleicht in ein Trainingsspiel oder in zwei Trainingsspiele. Trainiert dann ganz klar eure Schwächen, weil nur das macht euch dementsprechend stärker und überprüft dann im Nachgang den Stand der Dinge, vielleicht mit 501, mit Turnieren oder mit Spielen mit Freunden. Auch wenn euer Training mal nicht so läuft, wie bei mir gerade mit 3 Punkten, hört nicht auf, bleibt am Ball, merkt euch, was lief an dem Tag gut,
was lief an dem Tag nicht so gut. Schreibt euch das auf, merkt euch das, wie ihr möchtet und entwickelt eine Strategie, wie ihr vielleicht ins nächste Training startet. So wie ich eben schon gesagt habe, mein aktueller Fall, Doppel 16, 8 getroffen, 24 Rest, Doppel 12 üben. Dann muss ich mir natürlich auch einen Plan machen, wie mache ich das. Das habe ich also gemacht, gehe also hin und sage, okay, du nimmst dir verschiedene Checkouts, du nimmst dir verschiedene Wege vor, wie du genau diese Doppel 16 vielleicht von oben nach unten gespielt trainieren kannst oder von rechts nach links gespielt. Also nehme ich mir verschiedene Sachen, gehe zum Beispiel auf Bull, gehe zum Beispiel dann auf 16 für Doppel 16 und gucke dann, wohin geht der Dart. Geht er wieder nach hier, dann kann ich meinen ganz normalen Weg wieder trainieren, habe natürlich vorher oder auch nachher die Doppel 12 immer noch im Blick. Das ist egal, welches Doppel das ist, das ist egal, welches Single es ist. Es kommt nicht darauf an, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich bin auf die 15, ganz schlecht, nur auf die 15 zu werfen. Denn es wird der Tag kommen oder es wird die Situation kommen, da steht ihr vielleicht auf einen Check oder ihr wollt einen Check vorbereiten und braucht dann die 15. Und dann kommt ihr nicht mit dem ersten Dart auf die 15. Das ist natürlich super, wenn ihr die sicher treffen könnt. Aber es kommt natürlich auch darauf an, so ein bisschen die Wege kennenzulernen. Sprich, zum Beispiel auch der Wechsel von der 20 auf die 19 oder wie gerade im Beispiel, wenn ich mit der 15 irgendwas stellen möchte, dann halt auch den Wechsel von meinen großen Zahlen, von meinen Trippelfeldern zu üben. Von Triple 19 auf 15 für das jeweilige Doppel. Das kann aber halt auch jeder Weg sein, der vielleicht gerade mühsam ist. Wichtig ist halt nur dranbleiben, sich Gedanken machen, üben, üben, üben und so sich verbessern. Um euer Training noch interessanter zu machen, könnt ihr über Instagram, Facebook etc. Challenges mitmachen. Challenges sind für mich immer wieder eine spannende Sache, egal wie einfach oder schwierig, können sie doch gewisse Sachen gut trainieren, sind mal was Neues, sind abwechslungsreich, es kommt immer wieder was Neues, meistens gibt es auch was Schönes zu gewinnen und so ein gewisser Ehrgeiz bis zu einem gewissen Datum, das und das und das zu schaffen. Schaut mal bei den ganzen YouTubern, Instagramern rein, da findet sich ein Haufen. Ihr könnt natürlich auch alte Challenges mit in euer Training einbauen, egal ob das vielleicht mal ein Shanghai-Finish ist oder ein Highscore-Training oder ein Doppeltraining oder eine Zahlenreihenfolge. Es gibt so viele coole Sachen, die wirklich Spaß machen, ehrgeizig sind und kann man allein zu zweit machen. Wer schafft es schneller, wer schafft es zuerst? Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, die ihr dort noch mit einbringen könnt und Challenges, ja, die Abwechslung und die Vielfalt, die die ins Training mitbringen, sind grenzenlos. Also nehmt an den Challenges teil, sag euch, macht eine Menge Spaß. Manchmal verzweifelt man auch, aber da muss man halt am Ball bleiben und trainieren. Um das Training auf der anderen Seite noch interessanter zu machen, nicht nur von den Spielen her, sondern vielleicht auch vom Ablauf, könnt ihr zum einen, so wie ich euch schon mal in einem anderen Video erklärt habe, verschiedene Sachen nutzen, wie Systeme wie Trainingsringe. Ihr könnt verschiedene Boards benutzen, egal ob Dot-Trainer oder zum Beispiel Champion-Choice-Board. Alles das hebt euer Training, euer Spiel nochmal auf ein anderes Level. Ihr bleibt am Ball, ihr habt einen neuen Fokus, ihr habt vielleicht eine neue Challenge oder Herausforderung, könnt die Sachen damit noch etwas präziser üben. Vielen Leuten helfen solche Sachen gerade am Anfang, um den Einstieg hinzukriegen, um Spaß am Training zu haben und natürlich auch Erfolge zu feiern. Mir sagte mal jemand, wenn Training Spaß macht, ist es kein Training. Das ist egal, welcher Sport es ist, es ist egal, welches Ziel ihr habt. Manchmal muss Training wehtun, manchmal macht Training keinen Spaß und glaubt auch mir, das ein oder andere Set Flights oder das andere ein oder andere Set Shafts ist dabei schon zu Bruch gegangen, weil ich dann doch manchmal ein sehr impulsiver Mensch bin und meine Laune dann kurzzeitig in den Keller geht. Davon abgesehen, jedes Training ist für mich eine neue Herausforderung. Ich stelle mich nie sinnlos ans Oki und sage, ich werfe jetzt einfach mal ein paar Darts, sondern ich gehe schon relativ strukturiert vor, dass ich meine Routine mit einbringe. Ich hoffe, dass ihr diese Routine findet mit den verschiedenen Trainingsspielen, mit den Tipps, die ich euch jetzt gerade nochmal gegeben habe und so eure Erfolge auch feiern könnt. Das ist der Abschluss von 7 Days of Darts. Ihr habt
fast anderthalb Stunden Videomaterial von mir bekommen für die Corona-Zeit. Ich hoffe, ihr seid genauso mit Freude und Spaß dabei gewesen wie ich. Ich freue mich auf die Woche mit Flo, die verschiedenen Trainingsspiele euch nochmal auf Instagram zu zeigen. Im Livestream um 19 Uhr jeden Abend nochmal das Gameplay zu zeigen. Ich bin mal gespannt, wie verzweifelt ich danach sein werde und wie stark ich damit dann ins Training gehe. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin auf dem YouTube-Kanal. Sagt nochmal Danke für die Unterstützung, für die Klicks, für die Likes, für die Kommentare und sagt bis bald und Good Darts.